Stunde. Weiter geht es mit Evil Genius 2 World Domination. Erneut ein Stream auf Twitch, aufgezeichnet für YouTube-Zuschauer. An euch alle, ob im Nachhinein oder gerade live, ganz liebe Grüße. Jetzt ist der 16. April und das ganze Spiel spielt eigentlich in welchem Jahrzehnt? Es fühlt sich irgendwie an so wie 60er, ne? 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, 1960er Jahre. Und ich gebe mal ein bisschen Tempo rein und wir gucken mal, wo wir stehen. Hier haben wir unsere neuen Waffen eingesetzt beim letzten Mal. Das letzte Mal endete damit, dass wir hier ein Riesenproblem hatten, weil ich mich verbaut hatte. Den Raum hatten wir voll gebaut. Dann haben wir festgestellt, nee, war doch Quatsch. Und dann habe ich den wieder weggemacht und jetzt gehört das alles zur Tarnfirma. Hier kommen die Bösewichter bisweilen rein. Und hier finden immer wieder Musikauftritte statt. Vor einem begeisterten Publikum. Ihr seht hier, wie die Menge dicht an dicht steht, johlt und klatscht und völlig fasziniert ist. Es ist unfassbar. Gleich macht er sicher Stage Diving. Es ist ein sensationeller Anblick. Das Publikum rast und tobt. Es ist ein erhabener Ausdruck. Also selten zuvor habe ich beim Spiel einen solchen Moment gesehen, wo das rasende Publikum und der Interpret so in eins waren, wie ein einziger großer Organismus. Da fühlt man sich als Künstler niemals auf der Bühne allein, wenn man so ein cooles Publikum hat, Leute. Ganz im Ernst. Wie meine, habe ich Publikum. Liebe Grüße an alle, die da sind. Wenigstens ich hab's gut. Ah, da ist ja doch jemand. Der Zauberhafte ist ja doch jemand. Dann gehen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Wir waren in der... Der Tresor läuft voll. Können wir ihn, sollen wir ihn nochmal ausbauen? Ich finde nicht unbedingt. Doch, wir können ein paar Sachen machen. Wir können hier noch ein paar von diesen Teilen hinsetzen. Von diesen Schließfächern. Die sind gar nicht so allzu teuer und nehmen sehr wenig Platz ein. Das sollten wir unbedingt machen. Das ist eine gute Idee, finde ich. Passt da noch einer hin? Ja, können wir machen. Sehr fein. Da können wir die demnächst hier entfernen wieder. So, Forschung läuft, ne? Wo ist unsere Forschung? Training resumed. Hier vorne läuft's und das ist die Forschung, die wir haben. Dauert noch 92% ein Betäubungsmittelständer für Elektroschockpistolen. Da läuft die Forschung. Nächster Schritt der Weltherrschaft, da müssen wir auch eine Quest für erfüllen noch. Da machen wir gleich weiter. Und das ist die Hauptkampagne hier. Neue Schergentypen müssen wir noch freischalten und Nebenhandlungen abschließen. Danke an Tante Mimi, hallo Melanie, hat einen Auer verschenkt an Berdrei Münn. Danke dir. Danke Mimi und danke auch an Insignium für dein Abo. 4 Monate abonniert. Habe ich eben schon mal gesagt, sage ich einfach nochmal. Also das läuft eigentlich ganz gut. Wir hatten ganz gut letztes Mal alles ausgebaut. Das bin ich mit zufrieden. Kommen hier wieder Schurken. So nenne ich die Guten. Obwohl wir eigentlich die Schurken sind. Gucken, wer hier aussteigt. Sind das Leute, um die wir uns zu kümmern haben? Ach, das sind, glaube ich, ganz normale, nette Touris. Ganz anständige Leute. Die sehen übrigens alle... Nein, wisst ihr, was das ist? Erkennt ihr die? Tatsächlich, das ist die Hochschulgruppe von der Volkshochschule in Oer-Erkenschwick. Und zwar die Hochschulgruppe der jungen Liberalen. Guckt euch das mal an. Das sind die jungen Liberalen von Oer-Erkenschwick. Weil ihr nicht wisst, wo das liegt. Liebe Leute aus dem Ruhrgebiet, erklärt es mal anders. Das ist die Volkshochschulgruppe der jungen Liberalen aus Oer-Erkenschwick. Die erkenne ich aufgrund an ihren Klamotten. Guckt mal genau hin. Eindeutig. Wahnsinn. Sehr beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend. Finde ich cool, dass die Entwickler, ist halt auch für den deutschen Markt hier produziert worden, das Spiel. Neben einer deutschen Übersetzung zum Beispiel auch so kleine nationale Besonderheiten hier reinbauen. Das finde ich sehr, sehr cool. Das gefällt mir.
So, nächster Schritt. Forschung läuft und läuft. Bla 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 bla. Ein Blick auf die Weltkarte. Da wir so viel Geld haben, wir gehen einmal alle Bereiche hier durch. Hier läuft hier ein Plan, im Augenblick keiner. Wir könnten ausbauen. Aber ausbauen ist das, dann brauchen wir allerdings. Sehr gut, sehr cool. Zuerst machen wir die nächste Forschung und dann verbessern wir alles. Das können wir erforschen? Nein. Das können wir hier erforschen. Damit können wir beginnen. Forschungsknotenpunkt für die Hauptmission. Es ist schon erstaunlich, was man alles herauskriegt, wenn man eine forensische Untersuchung vornimmt und den Inhaber eines Ramen-Restaurants besticht mit Nudeln. Wir werden Erkenntnisse aus und erfahren mehr über unseren Feind. Geben 5000 dafür aus. Läuft. Jetzt zurück. Jetzt bauen wir mal den, diesen Betäubungsknüppel Elektropistolen-Dingsbums-Ständer. Ich glaube, den können wir hier hinsetzen, oder? Hier. Betäubungspistolenständer. Wir hatten bislang nur den Knüppelständer. Und jetzt machen wir die Pistolenständer. Ist doch viel besser. Da reiße ich sogar hier die für ab. Das hier sind. Was ist das hier? Das ist die Knüppel. Die kommen weg. Weg damit, komm. Wir machen was weg. Ich vermute, ich kann mich schon wieder nicht erinnern. Ich vermute mit entfernen. Nicht, nein. Mit verkaufen. Ich hab's vergessen. Ich hab das. Kaum hat man eine Woche lang ein Spiel nicht gespielt. Schon muss man sich wieder überlegen, wie geht das nochmal? Wie mache ich den nochmal weg? Ach, da oben. Ich habe einfach nur da unten geguckt. Das kommt davon, wenn man einen zu großen Bildschirm hat, Leute. Ich sitze ja so von so einem Monster-Monitor. Liebe Grüße nochmal an AOG, an die Leute dort bei Asus. Die sind schuld hier, wenn ich fehle. Die haben mir diesen Riesenmonitor geschenkt. Deshalb sitze ich hier hilflos vor dem Monitor und gucke da unten hin und irgendwo da oben, kurz unter der Zimmerdecke, da sind diese Hinweise hier. Schrecklich, furchtbar. Einmal weg damit und den machen wir auch weg hier. Jetzt bauen wir zwei neue. Ist da Platz für? Ich wollte gerade sagen, Platz ist in der kleinsten Hütte. Mit dem ist nicht so. Einer hier hin. Und einen drehen wir. Ja, zauberhaft. Zwei Stück. Das sollte doch reichen, oder? Einmal bestätigen, einmal bauen, bitte. Die übrig gebliebenen Betäubungsknüppel, guter Hinweis im Chat, wird auch schon, macht ihr schon selber. Zugucker, gutes Eigenengagement. Verteilt die Knüppel im Chat. Das ist sehr cool. Danke dir. Das ist gut mitgedacht. Lob an Zugucker. Eigeninitiative wird bei mir in unserem kleinen kriminellen Imperium ganz groß geschrieben. Das steht ganz oben auf der Liste von den Dingen mit der Überschrift unbedingt den Leuten austreiben. Hier gibt es nur einen Big Boss und das ist Maximilian, a.k.a. WB. Wer Eigeninitiative zeigt, wird bei der nächsten Beförderung bestraft. Zugucker, du bist ganz oben auf der schwarzen Liste von potenziellen Rebellen gelandet. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Ich sag's dir ganz offen. Es wird hier fleißig gebaut. Erforschung läuft auch. Alles gut. Haben wir wieder irgendwelche Leute, die bei uns eindringen? Nee, ne? Schleicht ja irgendjemand rum? Nee, alles gut. Dann werfen wir, was ist das hier? Research has begun. Ich weiß. Und das hier? Hier kommt gleich ein Ermittler. In 3 Minuten kommen Ermittler, okay. So, dann, was können wir hier machen? Hier vorne, wenn wir den verbessern würden, dann bräuchten wir dafür 2 Sendeleistungen. Wir haben 3. Dann lass uns das doch machen. Oder es kann sein, dass wir demnächst neue Regionen brauchen. Wir machen erstmal die anderen Geschichten. Was ist das hier? Das ist unser Netzwerk. Argwohn hier bei 38. An Agent has escaped captivity. Das wir verbessern mal. Wir gehen zurück in die Welt. Da ist gerade jemand entkommen. Habt ihr gehört?
Hier. Ach, die schnappen sich den. Ich habe noch die alten Knüppel. Schon wieder verhaftet. Sollten wir gleich mal verhören. Es gibt auch Hinweise. Danke an Fabius fürs Abo. An agent has been captured. 11. Abo. Danke, Fabius. Danke auch für die lieben Sätze dazu. Das freut mich sehr. Ja, wir haben wirklich sehr unterschiedliche Spiele ja schon kennengelernt, das stimmt. Gucken, wie es dem hier geht. Ja. Den eskortieren wir mal hierhin. Research has been paused. Forschung pausiert, das ist nicht schlimm. Zurück auf die... wir brauchten noch mehr Sendeleistung. Wir machen erstmal die Dinge, die keine Sendeleistung brauchen. Research has resumed. Wir suchen mal die Gebiete, wo der rote Balken noch nicht voll ist. Und das ist im Moment wenig. Hier ist er bei 51. Hier könnten wir was machen. Kostet das Geld? Bringt das Geld? 30.000. Läuft nur 3 Minuten. Kostet ein paar Leute und 5 Berichte. Wie viele Berichte haben wir? Wir haben gar nicht so viele, ne? Wie viele Berichte haben wir im Moment? 22. Das bringt 160.000, läuft aber stolze 50 Minuten lang. An interrogation has und 60, das ist zu viel. There's an opportunity on the world stage. Das können wir machen. Den nutzen wir einmal. A criminal network has been upgraded. Dann ist das Netzwerk hier oben verbessert worden. A criminal network has been upgraded. Hier unten. Jetzt können wir hier auch wieder eine Aktion durchführen. Bis 100. Was gibt das hier? 5 Techniker, 10 Sekunden, 15.000. Das ist schon alles? Cool. Ne, wir geben 15.000 Gold aus und bekommen 5 Techniker. Werden die auf das Limit draufgegeben? Ich glaube nicht. 10 Berichte. Nee, ach Gott, was bedeutet das mal? Belohnung und Anforderungen. Argwohn minus 100, das brauchen wir nicht. Hier wollte ich hin. 305.000 läuft aber nur eine Stunde lang. Trotzdem soll man das machen. Das geht über Zeit, die ganze Zeit. Ach komm, wir machen das. Da haben wir die ganze Zeit einen steten Zustrom an Geld. Hier können wir uns auch noch ein paar Dinge leisten. Sehr cool. Jetzt können wir bei der Weltherrschaft, bei den Nebenhandlungen, noch keinen Schritt weiter, sondern wir müssen wahrscheinlich erstmal in die Story rein. Und einen Standort auf der Weltkarte angreifen. Gehen einmal in die Missionen rein. Hier oben hin. Genau. Wir haben die Truppen zusammengetrommelt und sind jetzt bereit für den Angriff. Zeigt diesem Kung-Fu-Meister, dass er gegen eine solche Übermacht keine Chance hat. Mal gucken, wo das ist. Nochmal der übliche Hinweis, wie immer, wenn man Evil Genius spielt, falls ihr selber gespielt habt. Was ich hasse, ist Backseat Gaming. Jeder Streamer hasst das. Im Chat passt Black Panther auf euch auf. Falls ihr es doch macht, werdet ihr leider auf Eis gelegt. Die Warnung gehen wir immer wieder raus. Und also Tipps wie WB, macht doch das und das, das lohnt sich in dem Augenblick. Ich weiß das. Zwinker, zwinker. Führt leider zum Auf-Eis-Legen und geht nicht anders. Posten wir immer wieder, ist keine Überraschung. Weil es einfach, egal wie gut oder schlecht es gemeint ist, es ist einfach, macht allen den Spaß kaputt. Also mal gucken, wo die Mission ist. Das hier? Nee, ne? Nein. Wo ist unsere Mission? Habt ihr die? Da ist sie. Direkt vor meinem Näschen. Jubai Tag. Du hast Jubai Standort ermittelt. Jetzt musst du ihn überwältigen und diese Rivalität ein für alle Mal beenden.
Du hast die Streitkräfte, die Ausrüstung, die Position und den Chat. Sorge dafür, dass sich die alte Yubai so richtig alt fühlt. Gibt 80 mehr an Argwohn. Und Stufe des Netzwerks müsste auch besser sein. Das heißt, wir müssen das Netzwerk erstmal ausbauen. Und das wiederum können wir nicht, weil es uns an Sendeleistung fehlt. Also einmal wieder zurück in den Unterschlupf und mehr Sendeleistung, bitte. Deshalb suchen wir uns mal. Achso, sind die böse. Sind die Schurken angegriffen? Guck mal, da sind sie. Einmal einfangen. Find and capture that intruder quickly. Und einmal ablenken. I need that intruder discovered and distracted. Dann setzen wir auch unsere Helden mal ein. Entschuldigung. You have a command. Compliance. Hier geht's hin. Machen sich schon mal einsatzbereit hier und haben jetzt bitte mal die tollen neuen Kugeln. Oh Gott, wir sehen ja gar nichts. Target. Wo bleibt die denn, unsere Heldin? Komm, wo bist du? Wir brauchen dich, Mensch. Wo ist die? Schon wieder falsch geklickt. Wo ist sie denn? Hierhin bitte. Ach, da ist sie ja. Da steht sie ja. Sehr schön. Also gut läuft's nicht. Bei uns, Leute sind nicht wirklich fit. Jetzt haben wir zwei gefangen genommen. Ein paar sind haben leider ins Gras gebissen. Wir müssen unsere Leute ein bisschen verbessern. Jetzt suchen wir erstmal, damit die Forschung nicht umsonst läuft, uns was anderes aus im Forschungsbildschirm, wo wir hier bauen. Und bauen vielleicht noch ein paar bessere Fallen hin. Flipperbamba schubste die Gegner in der Gegend herum. Pfeile bringen deine Gegner ins Taumeln. Mit Giftpfeilen. Gefrierstrahl, das klingt doch cool. Riesenventilator umpusten, ist doch auch lustig. Ich vermute, die in der zweiten Stufe sind besser als die in der ersten. Rutschboden. Seifenblasenkanonen. Der Schwebezustand macht es anderen Fallen leichter, dein nun gewichtloses Opfer zu bewegen. Interessant. Haifischbecken, Flammenwerfer, Riesenmagnet. Die saugen die an. Laserwand. Also man könnte die Leute mit dem Riesenventilator gegen eine Laserwand schubsen zum Beispiel, ne? Wenn man die beiden kombiniert. Umpusten Richtung zu einer Laserwand. Das klingt doch cool, oder? Sollen wir das mal versuchen? Also das reizt mich jetzt sehr. Das würde ich gerne mal ausprobieren, ob das klappt. Das klingt doch sehr cool. Ob wir die beiden kombinieren können. Chat freut sich jetzt auch schon. Doc Respawn, danke dir für dein Abo, das fünfte schon. Liebe Grüße an dich. Training resumed. So, und jetzt gehen wir hin und wollen das Kontrollzentrum ausbauen. Strom haben wir genug dafür. Hier wird fleißig alles ausgebaut, das ist auch okay. Wo hat
wollten wir denn dieses... Ach, das ist das Kontrollzentrum. Das ist das Kontrollzentrum und das wollten wir hier weiter ausbauen. Ah, ich erinnere mich. Dann machen wir Folgendes. Strom haben wir genug. Das heißt, dieses Teil hier... Da verlieren wir 20. Nee, Moment, das sind die Dicken und das sind die Kleinen. Die Dicken behalten wir und die Kleinen kommen weg. Aber nur noch 35 und den bewegen wir und platzieren den an die Seite und zwar einmal hier hin genau, lassen das mal laufen. Können wir hier unten Platz schaffen für noch mehr, für einen größeren Raum. Die werden erstmal verschoben. Unseren Boss schicken wir hier hin zum Beschleunigen. Dann können wir noch ein paar Leute, die im Knast sind, rausholen und verhören lassen. Entschlossenheit sinkt noch. Auch noch. Awaiting Input. Multitasking. Schick schon mal unsere Chefhandlangerin hier hin. Jetzt können wir ihn hier bewegen. Entschlossenheit runter, eskortieren hier hin. Prima. Eskortieren hier hin. Alles geklappt? Ich glaube ja. Your vaults are almost full. Hat geklappt. So, und jetzt gehen wir hier hin und haben Energie bei 35. Der kommt bitte weg. An interrogation has succeeded. We have more intel. Können wir hier den Raum ausbauen? Your vaults are full. Und erweitern hier diesen Raum. So ein bisschen größer, können dann hier auch an Gegenständen draufsetzen, noch ein paar Computerterminals, Funkverstärker für mehr Sendeleistung und platzieren die hier vorne. Der Großbildschirm verringert nur den Argwohn. Der kommt hier hin, können auch einen hier an die Wand setzen, Strom hatten wir genug, Entschuldigung. Ist der Großbildschirm. Mal gucken, ob wir den hier gut hinstellen können. Ja. Brauchen wir nichts viel Platz für. Können wir den auch woanders hinsetzen. Geht das? Nee. Das geht ja, glaube ich, nirgendwo. Hin. Dann setzen wir noch für mehr Sendeleistung hier noch ein paar Teile hin. Geht das? Mal gucken. Einmal drehen. Die brauchen ein bisschen Platz anscheinend. So.
setzen wir hier noch einen weiteren Atomreaktor hin, Atomgenerator. Lassen das laufen. Sollte eigentlich klappen. Und hier unten im Knast. Alles gut? Ja, alles bestens. Sieht okay aus, kann man mitarbeiten. Hier wird ja alles umgewandelt, dann kommt hier mehr Strom hin. Hier vorne durch die neuen Reaktoren und hier bekommen wir mehr Sendeleistung. Goldtresor ist voll. Aber sobald wir wieder mehr Sendeleistung haben, wir haben schon plus 1. Ich glaube, wir brauchen plus 2. Dann können wir hier arbeiten. Ein evil minds think alike. What next? Wunderbar. Arbeitet härter. Faster, faster, faster. Ja. Ist doch okay. Funktioniert. Blick auf den Forschungsbildschirm. Fallen Forschung bei 83%. Können wir hier noch irgendwas machen in Regionen mit wenig Argwohn? Hier höchstens eine Kleinigkeit. Hier könnten wir auch nur Kleinigkeiten machen. Wie viele sind im Augenblick unterwegs an Schergen? Keine Warteliste. Das schreit danach, dass wir mal Leute ausschicken. Argwohn 15 mehr, hier könnten wir uns nur 21 leisten. 10.000 kämen dazu. Forschung ist da. Das sollten wir jetzt ergänzen bei den Fallen, den Umpuster mit der Laserwand. Okay. So tun wir das. So machen wir das. Pelsorcerer. Das Richtige für WB, da wird er in seiner Natur bestätigt. Also, ich weiß nicht. So, die Sendeleistung ist da. Dann können wir ihm auch sagen, das genügt jetzt. What to do? Und jetzt können wir. Strom ist bei 30. Hier noch ein bisschen Dinge verkaufen. Einen weg. Zwei weg. Dann ist der Strom bei plus minus null. Und dann setzen wir nun weitere Atomreaktoren hier unten hin. Gucken, wie viele hier hinpassen. Das ist ja perfektes Timing. Ich bin total begeistert. Sehr, sehr schön. Hoppla, was war denn das hier? Ah, nee, die brauchen jetzt Zugang hier vorne. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Hier vielleicht. Da können wir einen hinpassen. Das funktioniert. Hier unten sollte eigentlich auch gehen. Da kann man eine ganze Reihe buddeln. Nicht cool, aber haut hin.
Brauchen wir doch ein paar von den Kleinen hier unten. Also wenn das so ist, dann würde ich sagen, dass die Kleinen einfach umstellen. Ich soll den hier hinpacken. Den hier hin. Den hier unten hin. Dass wir dann noch einen kaufen. Dann geht das. Dann kriegen wir das sauber hin. Dann funktioniert das. Einer kommt hier hin. Ja. Dann ist alles gut. Und im Notfall geht das auch. Ist ja fürs Warten doof, aber es geht. Schon ist ein Teil des Geldes wieder futsch. Aber das hat geklappt. Da kommt der Schönbauer wieder zur Geltung. Da kommt zumindest derjenige, der aufpasst, dass wir genug Raum haben für alles zur Geltung. Und jetzt können wir hier vorne wiederum, wo das Geld wieder ein bisschen alle ist, sagen, dass wir auch den Raum hier ein bisschen ausbauen. Na, da müssen wir erstmal abwarten, bis das hier leerer ist. You're running low on power. Build more generators. So, und wir haben an Sendeleistung plus 3 und das investieren wir jetzt auf der Weltkarte, um bei der Story-Mission weiterzukommen. Argwohn hier bei 30, 50 geht und hier müssen wir das Netzwerk auf Stufe 2 aufleveln. Das können wir jetzt machen, wird verbessert, wir brauchen 2 Wendeleistung und zack. Das bringen wir jetzt in Ordnung. Läuft alles gut, alles fein. Sehr, sehr schön.